Vorfreude ist die schönste Freude. Puh, geschafft. Das war das letzte Ei, das fürs Osterfest bemalt werden sollte. Erleichtert und auch ein bisschen erschöpft lässt Osterhase Theodor Tupf seinen Pinsel sinken. Auch seine Frau Tina ist froh, dass die Eier für die letzte Lieferung rechtzeitig fertig geworden sind. Vorsichtig prüft sie, ob die Farbe bereits getrocknet ist, und legt dann ein Ei nach dem anderen in einen Korb. Nun muss Familie Osterhase nur noch bis zum nächsten Morgengrauen warten, um all die bunten Kunstwerke in den Gärten der Menschen zu verstecken. Eine Aufgabe, die besonders die Hasenkinder begeistert. Sie lieben es, darum zu wetteifern, wer von ihnen sich das allerbeste Versteck ausgedacht hat, das am schwersten zu finden ist. Auch in diesem Jahr werden sie gut verborgen, die Eiersuche der Menschenkinder beobachten und dabei hoffen, dass eines ihrer Eierverstecke zuletzt entdeckt wird. Bis es aber soweit ist, haben sich Theodor und Tina ein Päuschen verdient. Vergnügt holt der Hasenvater sein Akkordeon hervor und spielt seiner Frau und sich ein kleines Ständchen.